Seit heute zählt Südtirol offiziell 114 Schützenkompanien. Die jüngste und neueste ist jene von Afing. Die Schützenkompanie wurde wieder gegründet, denn vor dem Weltkrieg gab es in Afing schon einmal Schützen. Beim Afinger Kirchtag wurde das Ereignis heute mit einer Feldmesse und einem großen Festzug durch das Dorf gebührend gefeiert. Kameradschaft, Entschlossenheit, Freiheitswille, Väterglaube, Heimatliebe. Diese Werte hat sich die wiedergegründete Schützenkompanie von Afing auf ihre neue Fahne geschrieben. 30 Mitglieder zählt die Kompanie und ihnen zu Ehren haben sich heute knapp 700 Schützen aus allen Teilen Südtirols, aus Welsch und auch aus Nordtirol in Afing versammelt. Bei einer Feldmesse, gehalten von Pater Peter Sturfer und Schützenseelsorger Pater Christoph Waldner, wurde die Fahne gesegnet, die neue Kompanie legte das Gelöbnis ab. Ich gelobe! Treue zum Tiroler Schützenbrauch. Treue zum Tiroler Schützenbrauch. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Liebe Kameraden, herzlich willkommen. Damit hat Südtirol nun seine 114. Schützenkompanie. Ein Grund zum Feiern. Schließlich sind in den vergangenen 15 Jahren in Südtirol nur 10 neue Schützenkompanien gegründet worden. In Afing gibt es seit dem Ersten Weltkrieg keine Schützen mehr. Vor einigen Jahren war dann die Idee zur Wiedergründung geboren. Bei einer kleinen Feierstimmung haben wir beschlossen, ich und ein paar Kameraden, ja, wieso soll man nicht Schützen gründen? Weil bei uns da ist ja ein alter Skistand und ein altes Musikfoto, da ist ein Fähnrich abgebildet, wo die Alten immer uns erzählt haben, das war der Schützenfähnrich. Es wurde weiter nachgeforscht und nach Mitgliedern gesucht. Das ging eher schleppend los, weil Schützen, ja, man weiß schon, Schützen waren immer ein bisschen mit der Politik verbunden. Doch ohne Politik ging es dann heute doch nicht. In seiner Festrede forderte Landeskommandant Elmar Thaler mehr politischen Mut ein. Es ist überhaupt anzumahnen, dass, was die Zukunft unseres Landes betrifft, die Entscheidungen nicht sehr mutig sind. Während sich in ganz Europa Völker in einer ähnlichen Situation auf den Weg machen, unabhängig zu werden, schlagen wir uns mit Zahlenspielen im römischen Parlament herum. Das eine Tirol müsse weiterhin die Bestrebung der Schützen sein, betonte Thaler. Er ist sich sicher, dass dieser Gedanke, aber auch die Schützen selbst, noch lange nicht out sind. Die Schützen, glaube ich, sind sehr in Südtirol. Das zeigt auch heute diese Wiedergründung hier. Und das zeigt auch immer der Wechsel und der Zulauf, den wir in unseren Kompanien haben. Über 5000 Mitglieder zählt der Südtiroler Schützenbund. Laut Thaler gäbe es nur 20 Gemeinden in Südtirol ohne Schützenkompanie.